Wir haben wirklich gedacht, dass wir das in einem Durchgang schaffen und hier ein Video draus machen. Das war natürlich wieder sehr naiv von uns. Es war absolut undenkbar. Ich weiß, ihr wollt den Kinofilm sehen, aber wir haben uns jetzt dann doch entschieden, zwei Videos zu machen. Das erste habt ihr ja schon gesehen. Wenn nicht, dann holt das unbedingt nach. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Es geht nämlich heute um den Pflanzen- und um den Tierbesatz in diesem Aquarium. Und ja, seid gespannt und vor allen Dingen bleibt dran. Viel Spaß in diesem Video. Jetzt mal zur offensichtlichsten Sache hier am Becken überhaupt, wo sich jetzt wahrscheinlich schon einige von euch zu Hause am Kopf kratzen. Wie geht denn das mit Kies? Also, wie ihr seht, es geht mit Kies. Erzähl mal, wa warum Kies und was für Kies? Also, Soil habe ich mich ein bisschen beschäftigt, bevor ich angefangen habe, Ja. und habe für mich entschieden, das ist es nicht, weil mein altes Becken stand halt 6, 7 Jahre mit dem Kies und Soil muss man irgendwann tauschen. Und ich arbeite auch relativ viel im Boden durch dieses Neustecken der Pflanzen und Mulm saugen. Mulmsaugen. Das ist ein relativ mechanischer Beanspruchung. Und was ich auch mittlerweile gemerkt habe, die sehr langen Pflanzen, die hier 50 cm sind, haben übelsten Auftrieb, immensen Auftrieb. Und die halten kaum im Kies, wenn ich die manchmal frisch stecke. Also gerade so Okay. Dengelpflanzen, die mal. Und Im Soll ich wäre es noch habe einfach krasser. für mich Kies genommen, weil ich Kies kenne, Ja. verstehe. Den hast du auch in deinem Eck, ist übrigens Rosi, ne? Darf man Genau. sagen. Ist Rosis Kies, genau. Genau. Erwähnen wir Und immer wieder. der hat halt, der passt auch sehr gut zurück, Rückwand, die man nicht sieht. Der hat mir gefallen. Der hat die christliche Körnung. Und das ist alles echt hier drin, das ist angewachsen, das funktioniert. Du hast 2 bis 4er, 2 bis 4, oder? genau. 2 bis 4er. Das ist Wie ja viel auch Kilo? 6 Säcke, 150 Kilo sind das. Und es wäre als Säule eine Hausnummer, sag Also ich. ich hätte jetzt geschätzt 4 bis 5, aber durch die Kiesblende kann man sich verschätzen. Wie hoch ist Ja. der? Das weiß ich nicht. Also hier Also der ist ja nur kleine Finger die Scheibe verschwindet. unten. Hinten ist er natürlich höher, Ja. aber auch nicht extrem hoch. Also Okay. mehr wollte ich nicht reinmachen. Also es sind keine 10 cm oder sowas. Das ist ein Quarzkies, der ist also kalkfrei. Wie kommen denn die Nährstoffe da rein? Durchs Futter. Durchs Futter, nur durchs Futter und den Nein, Mulm. ich dünge natürlich Ich und sehe es da schon aus dem habe ich Augenwinkel. mich an Ja. eurem, das muss ich sagen, das Düngen war lange mein Rätsel. Ja. An eurem Düngerrechner, das ein sehr langes Video ist, was ich aber mindestens 3, 4 Mal geguckt habe. Lohnt sich es, diese Zeit zu Ja, das lohnt investieren und zu sich gucken? 100 Mal, auch wenn man sich nicht einig ist, welche Beckengröße man düngen möchte. Aber das hat sich wirklich gelohnt und Ja. hat man praktisch diese Methode gemacht, wo man einfach ausrechnet, wenn nichts verbraucht wird und ich immer meinen Wasserwechsel mache. Ja. Ich will nicht über gewisse Werte kommen. So habe ich es mir Okay. eingestellt, praktisch Ja. als Anfang. Okay. Ja, und dann kann eigentlich nichts passieren und die Pflanzen Das brauchen ja zur was. Flüssigdüngung. Genau, Flüssigdüngen. Was hast du im Boden? Die Root Caps sehe ich Jetzt schon, ne? genau, Masterline. Genau. Vorher Genau. Tropiker oder? Nein. Gleich Masterline. Gleich Ja gut, Masterline. das Video von Masterline ist ja jetzt Das auch ist wahrscheinlich so, da kam zeitgleich, die dass du raus. passt. Da hast du Aber gleich mit ich. dem Besten angefangen, ne? Das, ja. Also, ich nehme nicht so sehr viel, also für den Tiger Lotus und was halt lange wurzelt, sage ich mal, Ja, oder lange ja. steht. So, Es funktioniert im einfach, ja, Rhythmus sage ich mal. kann man ja dann sehen am Ja, Pflanzenwuchs, ich wie habe oft. diese, was drauf steht, glaube ich, 3 Monate oder so, was steht drauf. Ja, Und also dazu ungefähr, da mache ich dann mal frische Reihen, ich denke, aber. ein Vierteljahr ist realistisch. Also Bodengrund ist jetzt gar nicht so stark gedüngt, aber du hast schon herausgefunden, der Bodengrund sammelt auch bestimmte Ja. Nährstoffe. Das Werte habe Wasser, ich auch. genau, das ist sehr, sehr Ja, vorbildlich also vorbereitet. das habe ich schon bei meinem ganz alten Aquarium, da hatte ich immer Eisen gedüngt und dann habe ich mal durch Ja. Zufall Bodengrund, also die Farben sind jenseits von gut und Also du böse, kannst also im Wasser gar nichts Anschlag, messen ja. und unten im Kies ist Eisen gebunden. Also Genau, das Wasser drin. ist eisenhaltig. Und durch die Sauerstoffmangel dann im Boden Ist es wieder bleibt das auch verfügbar? verfügbar. Genau, weil es gibt ja zwei- und dreiwertiges Eisen und wenn das jetzt im Prinzip oxidiert, also rostet, dann ist es für die Pflanze nicht mehr verfügbar, aber im Bodengrund bleibt es verfügbar. Ich sehe jetzt schon, du düngst hier mit Aquarebell und jedes Mal, wenn du da Genau. bist, hast du irgendwie auch so einen fetten Kanister Ja, im Korb. das ist natürlich Also ich sehe jetzt hier, Kanisterkauf. Die reichen genau. so ungefähr ein Jahr, die Kanister, also alle zusammen. Ich habe 4 Sorten, Ich kann man lese rausnehmen. gerade, ne, ich lese einfach So, vor, wir also blenden es dann ja. ein. Also Microbasic Eisen und dann Genau. sehen wir NPK und zusätzlich Phosphat und pH-Boost, also Nitrat. Du düngst täglich oder wöchentlich? Wöchentlich, Okay. außer Eisen, das dünge ich an dem Tag vom Wasserwechsel. Also Eisen habe Okay. ich 90 Milligramm, Milliliter Milliliter? die Woche und mache dann an dem Samstag manchmal einen Wasserwechsel da rein, dann am Montag und am
Mittwoch. Also okay. Einen Tag dazwischen, also dann lasse ich es so. Dreimal die Woche 3x30. Eisen. 30. Genau, dreimal 30 also ich Eisen. Ich habe es vor allen Dingen gemacht, weil ich das erste Mal rein habe, 90 Milliliter ist wasserbraun. Einmal extrem, das und man kann sich natürlich... Und es hält sich nicht so lange, denke ich. Es ist mal. Genau, man kann es zum Teil nicht lange nachweisen und viele schlussfolgern dann, ich habe viel zu wenig Eisen, ich muss noch viel, viel mehr düngen und das ist gar nicht so. Makro machst du einmal die Woche. Ja, beim Warten nach dem Wasserwechsel. Über welche Mengen sprechen wir hier? Ich habe, da musst du mal deine Tafel nehmen. Sehr vorbildlich, das ist dann für also, die Urlaubsvertretung. Eigentlich eine Spieltafel. Und das hat sich eigentlich ganz gut gemacht, da konnte ich es so mal aufschreiben, was hast du, wo ich es noch eingestellt habe, wie viel nehme ich und da wusste, wie viel ich die Woche davor also reingemacht habe. Ich lese jetzt und mal. Und habe die Werte gemessen. Nitrat, SA steht für Samstag, ne? Ja, also immer Samstag. Samstag 70 Milliliter, NPK 70 Milliliter und Phosphat 90 Milliliter. Ja. Also hast du einen extrem hohen Phosphatverbrauch. Und hinten siehst du noch getauscht. Ich hatte davor Nitrat mehr. Ja. Und weniger Phosphat und hatte dann beim Messen immer gemerkt, kein Phosphat mehr, also wirklich nichts mehr. Okay. Und Nitrat war im Hoch, also im optimalen Bereich noch, aber oben weiter, muss ich ja nicht rauslassen, also weggießen das Wasser. Und was sagt uns das? Manchmal muss man halt anpassen. Ihr könnt nicht sagen, ich richte das Aquarium ein und brauche jetzt für immer und alle Zeiten diese und jene Werte, sondern es ist schon sinnvoll, das immer mal zu messen. Ja, wie oft misst du denn die Wasserwerte? Oder speziell diese Werte? Nicht regelmäßig mehr, also am Anfang natürlich wöchentlich bis täglich. Um den Verbrauch zu errechnen. Ja, genau. Mhm. Und wo ich dann jetzt mal, sag ich mal, einmal im Monat messe ich dann nochmal nach, wenn sich nichts verändert hat. Jetzt zur Zeit habe ich mehr von meinen Lieblingsfischen, die kacken. Angeblich ganz viel kacken, genau. Und da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem habe ich hätte gedacht, Phosphat brauche ich nicht durchs Futter, aber scheinbar. Kommt ja auch wieder darauf an, was man dann füttert. Genau, je nachdem, wie hoch das belastet ist. Aber das ist doch sehr interessant. Also auch da wieder, viele Wege führen zum Ziel. Und das ist eine Kombination aus einer Stoßdüngung und einer nicht ganz Tagesdüngung, also dreimal wöchentlich. Interessantes Konzept. Wie lange hast du gebraucht, um da hinzukommen? Oder ist es von Anfang an dieses Düngekonzept gewesen? Gleich von Anfang an. Also ich wollte wöchentlich, täglich war mir nichts. Ja. Da hätte ich mir eine Düngeanlage noch, aber hat sich erstmal nicht so. Und jetzt brauche ich es auch nicht. Also beim Wasserwechsel an die Ehe, dann mache ich das rein. Funktioniert. Wie man sieht, ganz gut. Und ab und zu muss man halt mal messen und anpassen. Aber sehr, sehr interessant. Also reiner Kies, im Prinzip ist es ja ein Inert Gravel, wie man dann im englischen Foren immer liest oder auf diesen Seiten. Also ein leerer Bodengrund, wo nichts drin ist. Und das Ganze ist jetzt nur über das Wasser und die Rootcaps aufgedüngt. Ist ganz beeindruckend, also würde ich sagen. Also da entsteht über die Zeit. Am Anfang ist da natürlich noch nichts, aber... Man darf dann natürlich auch nicht so tief mulmen, sage ich jetzt mal, unbedingt. Aber natürlich, wenn ich jetzt Pflanzen austausche und denke, ich mulme, dann mulme ich mal tief. Aber wie Bodendecker zum Beispiel, die habe ich jetzt vor 3 Wochen neu gemacht oder 2 Wochen, habe ich überhaupt nicht tief gemulmt. Also oben die Oberfläche natürlich, ist ja ein bisschen Schmunze. Und dann Schmunze. Und habe aber nicht tief, weil ich ja den Dünger da drin haben will. Und da ist nicht viel Dreck drin. Also ich muss noch mal sagen, darf ich mulmen? Also immer. Ich mulme ja jede Woche. Ihr habt es gehört. Natürlich. Und ich nehme dazu einen Eimer und eine, jetzt muss ich gucken, wo sie ist. Willst du jetzt gerade nicht? Ich erinnere mich, genau. Ja. Also das ist meine Mulmglocke. Ich ziehe sie einfach mal ab. Das ist diese riesige benutze ich dazu. Die geht sehr gut. Ja. Und da mache ich 2 Eimer, 2 10-Liter Eimer Mulmisch damit. Ja. Und mehr ist es nicht. Und der Rest, und da ist aber auch nicht viel drin. Und das jede Woche. Okay. Und wenn man das immer macht, also es gab da drin nie Mulm. Und also Mengen, jetzt sagen wir, hinten ist man gerade, wenn man eine Pflanzengruppe wechselt, dann schon. Ne? Ja, aber, dann natürlich. Dann wird gesaugt. Aber jetzt entschieden, wie tief, ne, sage ich jetzt mal. Okay. Nach Gefühl. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon bei der Pflege des Aquariums. Aber das können wir ja gleich in dem Zuge mitmachen. Also einmal die Woche, wie viel Prozent? 50%. 50%, also 2 Eimer machst du mit der Mulmglocke. Also dabei, wenn der Schlauch saucht. Da also ist dann eine große Mulmglocke, die hänge ich dann rein. Bist überzeugter, überzeugtes Team PVC. Also schon in den 90er Jahren war das bei dem optimalen Aquarium, hieß es Wasser wechseln, sauber machen. Okay. Es ist schon, glaube ich, ein bisschen länger, das Wasserwechsel angeraten wird. Es ist immer noch aktuell. Wenn man es genau nimmt, sogar schon Millionen von Jahren. Ja, das gibt es ja nicht, dass es steht. Genau. Aber ich habe noch... da kommen wir dann später dazu. Ja. Also du bist auf jeden Fall mit dem Rhythmus sehr erfolgreich, wie man sieht.
Das sieht super aus. Es ist ja auch das System vom Düngen, ja, das man zurücksetzt, praktisch der Hälfte vom Wasser raus. Genau. Es ist, also ich habe auch kaum noch Düngerwerte am Wochenende, so am Samstag. Mhm. Und dann frisch auf und frisch aufgedüngt. Und dadurch braucht man eigentlich auch mit dem Messen das nicht mehr so krass zu machen, weil System. Egal, was ich fütter oder mache in der Woche, es wird neu aufgesetzt. Das ist wie frisches Wasser. Ich habe es früher schon gemacht, die Hälfte Wasserwechsel eigentlich schon immer und bin immer gut damit gefahren. Und ich kenne halt kein Becken, was so wirklich aussieht, ganz top ist, wo man nichts macht. Und wenn dann die Flocken schwimmen, ist nicht meins. Jetzt zur Preisfrage. Wie lange dauert der PVC? Also am Anfang, so können wir noch mal ein bisschen ausholen. Das war ja nicht als Dutch geplant. Ich habe ein schönes Becken, hatte ich schon mal gesagt. Ein schönes Becken wollte ich. Ich wollte mich nicht zum Obst machen. Es sollte gut aussehen. Ja. Und da habe ich erstmal in 3 oder 4 60er Becken, die ich noch hatte, angefangen zu züchten, Pflanzen. Okay. Hornkraut, Wasserpest, Sumatra-Farn. Problemlöser alle Pflanzen. Groß hier, Kirschblatt. Ja. Und eine Menge erstmal erstellt. Und Hornkraut, wirklich meterlange Dinger. Ja. Und habe das dann rein und erstmal, dass es losgeht. Ja. Und dann angefangen Pflanzen. Da waren auch noch Amazonas dabei. Die hatte ich halt billig gekriegt. Die sind auch riesig geworden. Du hast dann durchgetauscht nach und nach. Ja, mit der Zeit. Und irgendwann war ich ja mal im Laden und hat irgendjemand gesagt, das ist der ein Dutch. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, dass ich einen Dutch mache. Teuer. Und so bin ich eigentlich dazugekommen und habe dann gesagt, dann mache ich halt einen Dutch. Ja. Und scapen kann ich nicht. Kann ja noch kommen. Und ich finde es halt gut, das ist alles, also wenn man nichts macht, ist es in einer Woche kaputt. Ja. Es, wenn ich es leer lasse, ist nur ein Kiesbecken, nichts drin. Ja. Es besteht nur aus Pflanzen, also das aus lebender Masse. Also minimal Hartscape, ne? Also ja, 2 Wurzeln. Zum Halten. Genau. Also hier ist eine Wurzel und da ist eine Wurzel und da rechts ist irgendwo noch eine Mini. Also das lebt und es besteht nur aus lebenden Stoffen und da bin ich halt dazu gekommen. Es ist ein lebendes Bild, würde ich sagen. Und hält nicht lange. Ein verdammt schönes Bild. Und für alle, die sagen, du musst mehr Wasser machen, wenn du es bunt haben willst. Also geht es bunter als so, das ist doch Bonbon. Also ich finde das absolut cool und deswegen auch mein Lieblingsstyle. Pflege, ja, wie viele Stunden jetzt? Ich muss bei dem Bonbon mal rein. Ja. Wenn ich YouTube gucke, da war ich immer, ihr habt ja jetzt gesagt, ihr kamt. Und ich war auch sehr aufgeregt, um zu sagen, ist es denn überhaupt gut genug? Weil im Internet gerne welche Filme mit extrem aufgedrehten Farben halt, wo das so aussieht, wo ich dann sehe, die Pflanze kann nicht so aussehen. Ja. Und da wird man halt selber ein bisschen kleiner oder blass, sag ich mal, und sagt, das sieht schon gut aus. Ja, aber das sind nicht echt Filter, da sind Filter drüber gelegt. Ich mach dir deine Pflanzen auch bunt, kein Problem. Normal müsstest du es mal machen, einfach mal zeigen, wie das aussieht, wenn es... Ja, da gibt's auch so ein paar YouTube-Kanäle, die da immer wunderschön sehr übertreiben. Und muss ich sagen, habe ich nichts für übrig, weil das ist einfach nicht echt. Das ist eine Fake-Welt und die wird den Leuten präsentiert und dann fühlen sie sich am Ende schlecht. Also bis 2007 gab es kaum bunte Pflanzen und die sind noch nicht bunt geworden. Ja. Das Licht war nicht danach. Und jetzt sind sie alle bunt. Und hier kommen wir ja noch zum Licht. Es ist ja nicht Bonbonlicht, das ist eigentlich Weißlicht auch dabei. Ja. Und trotzdem sieht es farbig aus. Genau. Nee, wir waren schon beim Licht. Das ist nur ein anderer Rhythmus im Film. Wir leben in der Matrix. Wir leben in der Matrix, genau. Licht habt ihr schon gesehen. Nee, das lassen wir so drin. genau, das war die Pflege. Und nee, das war sie noch nicht, denn du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet. Wie lange dauert es jetzt, wenn du jede Woche... Ach ja, genau. Das haben wir aus dem Abgeschweif. Also ich habe 3 Stunden gebraucht und dann kamen ja mehr Pflanzen. Und da dachte ich, 3 Stunden ist ganz schön lang, wenn du da so von der Familie weg da oder blockierst, sag ich mal. Ja. Und da habe ich mich dann gesteigert und jetzt bin ich bei mindestens 6 Stunden oder auch mehr. Also jetzt für heute habe ich natürlich noch mal ein bisschen mehr gegeben. Da das finde ich richtig, können um 8 Stunden sein. Finde ich richtig konsequent. 3 Stunden ist ganz schön lang. Lass es uns noch viel länger machen. Ja, also das dauert wirklich, also unter 6 Stunden ist gar nichts. Und meine Schere liegt hier, das ist meine Hauptschere hier. Das ist hier, also du brauchst eine Weile, ne? Also ich mache das nicht, dass ich jetzt absenze. Natürlich hier diese Rotala, die grüne, die wird abgeschnitten. Aber alles andere, was irgendwo ein Blatt von einer gewissen Größe hat, wird einzeln geschnitten raus. Oder hier bei Mirophyllum oben, das Guyana. Ja. Da suche ich mir so einen Blattansatz, wo ein neuer Seitentrieb ist. Und dort, ohne dass dann Stängel bleibt, schneide ich es ab. Jetzt muss dann wirklich sauber rauswächst. Jetzt muss ich 2 Sachen noch dazu sagen. Also ich persönlich bezeichne ja immer diese Pflege als meditativ. Ist das für dich eine nervige Arbeit oder machst du das gern? Nein, ich liebe das. Also das ist wirklich, du fängst an. Ja. Also ich habe noch nie, das ist ja 1,5 Jahre,
Noch nie, oder früher habe ich es ja auch schon gemacht, ein schlechtes Gefühl gehabt, dass ich dachte, kein Bock. Ich muss eher mich treiben, dass ich nicht zu detailverliebt da rumfummel und ach ja, ich und weiß, da noch. Ich weiß es ganz genau. Also das ist total entspannend für mich und ja. Meine Frau und meine Kinder, die sind dann genervt und meine Frau sagt, wie kann man sowas machen? Und frage ich, willst du mal einen Blatt schneiden? Nein. Oder hier Buntendecker pflanzen, das waren, ich sag mal 200, ich habe die wirklich alle einzeln 200 Stück, ja. Alle einzeln da reinstecken. Ne? Und, ja. Aber natürlich wächst dann auch, jedes Blatt kriegt nächsten Tag oder nächsten Tagen neues ja. Blatt, ist nach 2 Wochen wieder alles schick, auch wenn es frisch gesteckt ist. Es gibt doch keine schönere Arbeit auf dieser Welt. Ja, also ich finde das total toll. Ich mag das. Und die zweite Sache, du hast gerade noch das Pflanzenschneiden erklärt. Wir haben euch schon mal ein ausführliches Video gemacht, wie ich es mache. Ich sage den Leuten, die jetzt bei uns Kommentare schreiben oder auch im Laden immer, versucht eure Pflanzen mal zu verstehen und zu beobachten, wie die sich verhalten. Weil die Pflanzen, wirst du ja selber wissen, verhalten sich sehr unterschiedlich und du musst manchmal auch lernen, mit denen umzugehen. Also einen Tigerlotus schneidest du nicht wie eine grüne Rotala. Das ist anders. Und hast du jetzt einen Special-Pro-Tipp für genau, unsere Zuschauer? Genau, ja, ein super Tipp. Mhm. Meine Pflanzen haben sich fast alle ihren Platz selber ausgesucht. Ja. Guyana zum Beispiel, hier Mirophyllum Guyana, hatte ich mittig stehen irgendwo. Ja. Das ist nicht über 10 cm geworden, veralgt, überhaupt nichts geworden. Okay. Eigentlich wollte ich sie nicht mehr, habe sie hinten in der Ecke. Und das ist sie dann mal hochgekommen irgendwann und ist wunderschön geworden. Ja. Oder viele, die rutschig halt, oder erst hatte ich sie auch, die Farben haben manchmal nicht gepasst. Ne? Mhm. Die sind einfach gewachsen dort ja. Hat es funktioniert. Und was hätte ich jetzt noch hier? Zum Beispiel Rotala, die ist jetzt zwar auch nicht ganz top. Smacandra. Genau. Mhm. Die braucht halt ihre Strömung. Ne? Die stand ganz woanders, ist überhaupt nichts geworden. Und dort kriegt sie eigentlich immer Strömung, ist jetzt ein bisschen kurz. Also mit anderen Worten auch mal verschiedene Standorte, ja, Standorte ausprobieren. Genau. Anders schneiden, anders setzen. Und die haben sich mehr oder weniger gesucht. Hier, die Kryptogrund ist mal irgendwann da rausgekommen, habe ich gelassen. Ich sag immer, wenn es farblich passt, gelasse ich es. Genau, ich sage immer Trial and Error, ihr müsst halt ausprobieren. Und viele sagen immer, die Pflanze wird jetzt bei mir nichts. Vielleicht wird sie an dieser Stelle nichts, vielleicht wächst sie aber hier besser. Genau. Probiert euch einfach aus. Also, zu viel Licht kann sein. Genau, zu viel Licht, zu wenig Strömung, zu viel Strömung. Probiert das einfach aus, aber ist ganz spannend und mittlerweile hast du ein System und das funktioniert soweit ganz gut. Jo. Jetzt kommen wir zu meinem Favorite Part und zwar die Pflanzen. Also in einem klassischen Holland-Aquarium müsstest du jetzt hier 18 Arten Pflanzen drin haben, genau. Weil 1,80 Meter, 18 mal 10 cm pro 10 cm eine Pflanze. Ich denke, es sind ein paar mehr. Ja, das ist ein 2,5er. Holland-Becken, das sind nämlich 47 Arten, also das Doppelte und nochmal der Hälfte drauf. 47 Arten. Das ist aber nur, weil ich pflanzenmäßig bin. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich kenne das und deswegen bin ich froh, mehrere Becken zu haben, aber manchmal ist das Fluch und Segen, weil hier wird es wahrscheinlich genauso aussehen, die ganze Bude wäre voll. Und man kann dann, wenn man einmal was hat, nichts mehr abgeben. Also mir geht es immer so. Es ist schwierig. Wir werden sie euch jetzt nicht alle im Detail aufzählen und vieles ist auch nicht so ganz so gängig oder überhaupt erhältlich, aber die markantesten, wir fangen mal bei den roten Flecken hier drin an. Du hast jetzt hier, die hatten wir auch schon vorgestellt im Kalender, die Alternanthera und das ist die rosa nervige. Hier hast du die Alternanthera Reinecki Pink, würde ich sagen. Mini. Also Mini, gekauft als Mini. Ach, das war eine Mini? Das ist eine Mini, ja. Okay. Die ist bloß gewachsen. Okay, jetzt bin ich schockiert. Ich dachte, das wäre die große. Nee, das ist die Mini. Alternanthera hast du drin, dann hast du eigentlich auch Klassiker, Ludwiga palustris, Ludwiga repens rubin. Das sind so die auffälligen Blickfänger. Da oben die eigentlich nicht rote Rotalahara, die ist eher orange. Und dann halt eben auch Klassiker. Ne? Also es sind Hygrophila drin, Kirschblatt, kennt man ja von früher. Ein riesengroßer Lotus, der, wie du gesagt hast, auch keine Schwimmblätter bekommt. Ne? Ja, bekommt er noch keins gehabt. Cool, immer. Geblüht hat er aber schon mal. Geblüht hat er, ohne Schwimmblatt. Ja, ohne Schwimmblatt. Das ist natürlich und genial. War gerade Wasserwechsel und die Blüte kurz draußen und ist aufgegangen unter Wasser. Aber es sind sehr schöne Fotos. Es ist dann ganz schwarz und nur die Blüte. Das unter Wasser. Ist cool. Das ist sehr cool. Also der hat wirklich eine schöne Form. Mhm. Und wir haben es ja vorhin schon festgestellt, im klassischen Hollandbecken ist es ja so, man hat großblättrige Pflanzen neben filigranen Pflanzen. Das Becken lebt von Kontrasten. Nicht nur farblich, sondern auch Blattgröße. Und dann halt eben diese Klassiker. Du hast Bacopa drin, Corbosthemon drin. Klassiker. Hornkraut sieht man jetzt auch nicht so oft. Und Limnophila hast du drin. Das ist halt super auffällig, dieses Kissen, das sieht so unecht aus. Aber die wächst so, ne? Das ist eine Monte Carlo. Also ich schneide die immer, Monte Carlo, genau. Mhm. Und die ist dann hier, sieht sogar aus wie Kuba dann, weil sie so ganz klein wird. Ja. Die schneide ich dann immer runter
auf der halben Höhe. Ja. Und dann wächst die wieder so dicht. Aber irgendwann ist dann Schluss, dann löst sie sich vom Boden. Du musst sie dann halt mal neu pflanzen. Dann haben wir Basilea Hirsuta. Das war eigentlich unser erstes Adventskalender-Türchen. Hier sind überhaupt viele Pflanzen drin, die wir im Adventskalender hatten. Und zum Teil auch, also viele, viele gängige Arten. Wie gesagt, Bacopa, Hypophylla, Alternanthera, das sind ja eigentlich die Klassiker. Dann hast du aber auch, ist auch wieder so ein klassisches Ding im Hollandbecken. Man will ja eigentlich die Rückwand nicht sehen. Und auch die Seiten. Du hast auch an den Seiten was stehen. Also hier, die hängen in diesen kleinen Töpfen drin. Blüxer ist auch so ein Klassiker. Wir haben Microsorum Trident. Wir haben eine wunderschöne Leidener Straße mit Rotella Green. Und da hast du noch gesagt, da ist etwas Besonderes bei der Pflanze. Die wächst nach dem Schnitt nicht überall gleichmäßig. Ja. Unten halt ganz langsam. Weil weniger nah am Licht. Ja, und oben ganz schnell. Also muss man dann gestuft schneiden. Also ist jetzt nicht perfekt, aber ja, sie sieht ungefähr gleich aus. Es ist eher eine Rolltreppe als eine Straße. Das stimmt, das stimmt. Die ist schon alte Leitungsstraße. Genau, ist eine schmale Gasse. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch ein bisschen Moses dazwischen und Sasswassertang hast du ja auch noch mit drin. Ja. Und auch noch mal ein paar Raritäten. Also hier sind viele von den Pflanzen sind im Handel erhältlich, aber ein paar Sachen auch nicht. Bevor wir dann zu den Raritäten kommen, wo hast du die Arten her zum Teil? Also aus dem Zoohandel bestellt, privat, wo bekommst du die her? Bei dir gekauft teilweise. Und normal aus dem Zoohandel, manchmal sogar aus dem Baumarkt, die ganz einfachen, sage ich jetzt mal, als Stängelpflanzen, die dann ewig gebraucht haben. Also die In-vitro-Töpfchen sind mir eigentlich das Liebste. Mhm. Das funktioniert eigentlich immer gut. Die habe ich, wo ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, für so viel Geld. Ja, so wenig drin. Pflanze, aber es ist richtig viel. Gerade Bodendecker ist da gut. Ja. Und ich, die paar Raritäten habe ich von dir, weil ich dann immer mal da war und deinen Verschnitt sozusagen. Hast du noch Leute im Umfeld, die auch verrückte Sachen haben? Wahrscheinlich wie viele? Niemand. Nicht, ja. Kennen wir? Ich kenne niemand. Also das ist, habe ich vorhin schon gesagt, bei mir im Laden so ein kleines Mekka, so dann treffen sich die paar Leute und die nicht weit weg wohnen, die haben natürlich den großen Vorteil, da kann man sich halt mal austauschen und auch mal Pflanzen tauschen. Aber viele von euch, wir sehen das ja auf der Karte, die leben halt irgendwo verstreut im Land und ja, können sowas nur konsumieren übers Internet oder halt eben private Tauschbörsen. Wie gesagt, viele, viele generell gängige Pflanzen, dann als auch mal was Neues, die Lobelia cardinalis mini hast du drin. Dann haben wir Nessea oder Amania pedicillata golden, das ist ja auch so eine. Also die durfte noch drinnen bleiben, sie sieht nicht gut aus, aber sie ist gelb. Ist eine schwierige Pflanze, ist eine schwierige Pflanze. Aber ansonsten hast du dich eben wirklich hauptsächlich auf eigentlich einfache Arten beschränkt, die aber einen großen Impact haben. Und da sieht man mal wieder, es müssen nicht nur irgendwelche verrückten Raritäten sein. Gestalterisch sind die zum Teil sogar wesentlich weniger geeignet als die gängigen Arten. Und die sind auch alle in einem guten Zustand, also das ist echt schön. Vorhin hast du schon angedeutet, die Pflanzen suchen sich ihren Platz. Ja. Manchmal muss man halt was ausprobieren, dass eine Pflanze halt hier nicht wächst und da wächst sie besser. Man muss das einfach mal austesten. Einfach probieren und versuchen. Also 47 Arten, das ist schon eine Hausnummer. Und was ist deine Lieblingspflanze? Oh. Gibt es eine? Es gibt keine. Also ich mag, muss ich ehrlich sagen, die Bacopa mag ich gerne. Die ist irgendwie... Die ist cool, die riecht gut. Das stimmt. Freut mich immer und auch, eigentlich, ich wüsste es jetzt nicht, die Bogostemon allgemein. Bogostemon ist eine schöne Gattung. Ich glaube vier oder fünf, weiß nicht. Ja, du hast einige drin. Verschiedene und das ist ein schöner Ort. Jetzt neu habe ich das Kammblatt, das ist jetzt relativ ganz neu, da habe ich immer überlegt, stand immer, dass das irgendwie so steif oder komisch wäre. Die ist fest vom Blatt her. Ja, aber ist gewachsen gleich und gleich schön. Also sie hat unten sogar noch die alten Blätter, und ist aber, also die Emersenblätter und Och, Liebling sind alle, sonst hätte ich es ja nicht. Das kenne ich, ja. Wie gesagt, als Pflanzenmessi, ne, da kommt halt nur immer was Neues dazu und wir haben ein Problem, ein chronisches Platzproblem. Genau. Das kenne ich auch. Wie gesagt, Pflanzenarten sehr, sehr viele und zum Teil eben gängig und für viele von denen oder von vielen von denen haben wir schon Adventskalenderporträts gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Jetzt kommen wir mal zum Fischbesatz und der ist zum Teil sehr ungewöhnlich. Du hast gesagt, du hast einen Lieblingsfisch. Ja, den Black Molly. Die riesen U-Boote hier und, drin. Bei euren Videos habe ich mich sehr amüsiert, wie ihr euch über den lustig macht. Und ich kenne ja aus dem Laden, wie er dann an der Scheibe klebt und wie aufgedreht, also an der Scheibe klebt, wenn es nicht gut geht. Wenn es schlecht geht, machen die das nämlich nicht. Ja. Nur wenn
dass man immer so die Hand dran hält, dass da alle kommen. Ja. Und die sind bei mir total scheu. Ja. Und man sieht es auch, die sitzen hier unten, gucken da immer raus. Wie viele sind es denn? So 15, schätze ich. Also große, kleine Mischungen. Man sieht nicht viele. Ja, und die sind halt unterwegs. Und dann ziehen die manchmal als Schwarm oder Trupp, kann man da eher sagen, in verschiedenen Größen, so ja, der ganzen Länge nach. Wenn die Ruhe haben, wenn niemand davor ist oder wenn es Futter gibt, dann kommen sie natürlich auch raus. Ich finde, das ist wie so ein kleiner Schwarm Wale. So sieht das immer aus. Das sind natürlich fett. Also damit hast du mich echt überrascht. Ja, das freut mich ganz sehr. Also ich hatte als Kind auch mal Black Mollies, aber als Kind hat man nicht darauf geachtet. Aber wie elegant die sich auch da drin bewegen. Ganz ruhig. Also das ist ein... Das sieht man so gerade, das sind sie gerade. Die stehen dann immer oder stellen sich oben in die Strömung und bleiben dann einfach stehen und flösseln alle so. Das ist echt toll. Also die sind auch echt schön meditativ. Wenn du dich nicht bewegst, jetzt bleiben sie so. Also eigentlich ein schönes Schwarmverhalten. So, und da machen die immer so als Trupp. Und die verschiedenen Größen, also ab einer gewissen Größe dürfen sie erst mitmachen. Die Kleinen dürfen noch nicht. Okay. Und die Großen, die machen dann irgendwann schwimmen die mit. Sag mal, ab der Größe der. Ist es ein guter Algenfresser? Also er frisst Algen, denke ich. Ja. Also zum Beispiel an diesen Myrophyllum hier, das sind so ein paar Grünalgen, da zupfen sie immer. Aber die machen nichts kaputt. Okay. Außer sie haben eine Pflanze, die sagt. Heterantera zosteropulia. Genau. Das Seegrasblättrige Trugkölbchen, das weiß ich auch. den haben sie gefressen. Okay. Oder wenn eine Pflanze krank ist, fressen sie die. Ja. Also alte Blätter, die nichts blört, Okay. Aber sonst, also das sind direkt Algenfressen. Also in meinen alten Büchern steht es drin, dass es ein extrem guter Algenfresser ist. Da gab es aber die anderen noch nicht, die es jetzt gibt. Ich sag mal, Schaden tut er auf jeden Fall nicht. Und er ist schön, also er ist pflanzenfreundlich, scheint er ja zu sein, sonst würde es so nicht aussehen. Macht halt auch gut Dreck, würde ich mal sagen. Finde ich, ich sehe es halt selten. Ich kenne es noch früher bei den, bei den Schwerträgern, die haben die immer dranhängen gehabt. Die sind ja immer Durst geschwommen. Ja. Aber hier siehst du es eigentlich selten. Wundert mich. Also habe ich noch nicht. Und dann wird es wahrscheinlich von Garnelen. Ich habe ja ganz viele Garnelen. Die nehmen das dann auseinander. Ich habe schon gesehen, das gute Organics-Futter kriegen sie auch zu fressen. Also Hauptakteur würde ich sagen, klar, Black Molly auf jeden Fall. Dann auch ein Klassiker, der Rummy Nose Tetra, der Rotkopf-Sammler. Wie viele sind das? 25. Sieht man nicht. Ja, die kommen halt nicht immer raus. Sie sind gar nicht so, hektisch und nee, gar nicht so also dominant. Es kommt immer auf die Zeit an. Ja. Und den hatte ich halt schon im alten Becken. Das ist eben ein Sammler, der wirklich Schwarm macht. Alle, die leuchtenden, die machen ja nicht so gerne Schwarm, die stehen lieber. Ja. Und der schwimmt halt immer zusammen. Jetzt ist gerade nicht so. Aber wenn er seine Zeit hat, dann beim zieht Fressen, die raus. Beim Fressen ist er da sehr dominant an Futter und sowas. Ja. Also kommen sich alle nicht in die Quere. Überhaupt nicht. Mhm. Und ein Fisch, der wirklich toll ist, sage ich Leuten auch immer bei mir im Laden, der ist meiner Meinung nach total underrated, weil er ist der perfekte Schwarmfisch, finde ich. Ja. Auch für eher kleinere Becken gedacht. Das ist ja so die Endgröße, so 3,5 cm. Das ist der Previbora dorsi ocellata, der Augenfleckbärbling. Und der ist echt cool. Also der hat, von unten hast du ja vorhin schon gesagt, muss man die eigentlich sehen, haben die diesen blauen Schimmer und wirklich knallblaue Augen. Und das sind keine Blauaugenfische. Also Blauaugen gibt es ja als Regenbogenfische und als Killifische. Und das ist aber ein Bärbling. Und der hat ein tolles Schwarmverhalten. Wie viele hast du davon drin? Das sind 30. 30? Die hat mir der Fabi bei euch im Laden. Wie gesagt, ich bin nicht der Fischfreak. Ich will einen kleinen Schwarmfisch. Da hatte ich den Kubotai, den grünen, gell? Ja. Der war aber zu klein für meinen Überlaufschacht, den hätte es durch einen Filter, durch einen Kamm gezogen. Ja, Und da hat er gesagt, der ist schön. Da habe ich den gesehen, dachte, naja, wenn er meint. Da habe ich gesagt, komm, nimm mit. Hat er recht gehabt. Relativ günstig, muss ich sagen, gerade wenn man 30 kaufen möchte. Ja. Und reingesetzt und eigentlich gleich gut aussehen. Also wie gesagt, die Weibchen sind die dicken und die Männchen, die sind ein bisschen kupferfarben, wenn man das sieht. Die sind grüner und, die anderen, und wirklich dieses Blaue, gerade die Couch ist noch ein Stück tiefer, als wir jetzt sitzen. Wirklich sieht man richtig dieses Blau, immer den Bauchstrich und das Auge. Also der ganze Bauch ist ja hellblau. Ja. Und vor allen Dingen mag der helles Licht. Ja. Das ist ein Fisch, immer draußen, immer vorne. Der immer unterwegs ist. Das sind so die Hauptfischer. Dann sind hier noch einige Amanos drin, aber gar nicht so viele. Ne? 10 Stück. 10 etwa. Stück, das ist ja wirklich nicht viel. Und unzählbar viele Red Fire Garnelen. Ja, also kann ich kurz einwerfen. Ja. Ich hatte die Denner Cubes, hatte ich schon gesagt, 20 Stück. Die habe ich leer gemacht und habe gezählt 200 Garnelen, also die da geschwommen sind. Und habe dann ein paar sind noch versteckt. Auf jeden Fall waren in 1 Cube
1000 und im anderen waren 700. Und die habe ich alle hier reingehauen. Wie groß waren die Cubes? 20 Liter Cubes. Also weil sie immer 1000? Sagen, darf man 5 oder 10 reinsetzen, ja. Lieber nur 5. Aber die haben sich ja selber entwickelt und ja. Das Futter hat gereicht und Wasserwechsel gemacht, also denen ging es ja gut. Also 1000 ist eine ordentliche Besatzdichte, ich habe 20er Becken. Alle gezählt. Wie viel ist das pro Liter? Ich weiß nicht. Ja. Das ist schon aber sportlich. Es sah leer aus, also es war ordentlich bepflanzt. Ja. Ich habe mehr als 200 nicht gesehen. Ja. Und du hast ja ganz rote drin, sind ja welche, ja, das sind die originalen. Sind und dann... Dann war ich im Fachhandel, also nicht direkt Fachhandel, wollte mir Amanus kaufen, hatte Amanus und da war eine blaue dabei. Ah, ja. Und die blaue hat alle kontaminiert. Also blaue, die war so farblos, ein bisschen komisch, das finde ich. Mhm. Und die hat dann ausgelöst das Umschlagen. Und das ist da gut. Ist es jetzt einfach so, dass es wahrscheinlich irgendwann mal vorbei ist, sage ich jetzt einfach. Dann ist es wieder die originale Rückenstrichgarnele. Aber ich werde vielleicht kaufe ich mir mal frische Rote, dass wieder mehr rotes Blut drin ist. Ja, ich meine, es ist ja auch ein Mittel zum Zweck. Ich meine, also, das sind jetzt nicht wirklich Algenfresser, aber die fressen viel Futterreste. Genau. Ne? Ich habe auch gedacht, die fressen sie. Also die Black Mollys fressen, sieht man ja, wie die klein ist hier. Diese stehen da drüber, die interessieren sich einfach nicht dafür. Wie viele landen regelmäßig im Filterbecken? Garnelen, also jede Woche so 200, also was ich raushol unten. Ja, aber denen geht's gut. Also das, wie gesagt, ich hatte original ist da oben ein Schwamm drin, das habe ich alles rausgemacht. Die fallen durch, also fallen, die schwimmen. Das ist ja immer Wasser, das ist ja nicht, dass da irgendwo ein Sturz ist, wie ein Fluss. Mhm. Und da ist noch ganz selten mal eine Tote unten drin oder so. Auch und die kleinen Black Mollys, die gehen mit. Die werden dann, halt dann unten umgesetzt von unten nach oben. Genau. Also wie gesagt, ich habe auch noch nie eine Schnecke weggehauen, also absichtlich. Ja. Ich habe hier Blasenschnecken und die Stufenposthornschnecke. Ja, und, verrücktes Tier. Und diese tue ich immer auch unten wieder raus und wieder hoch. Mhm. Also, und auch beim Mullen, wenn man mal welche drin hat. Wird auch nicht zur Plage, ne? Nee, also scheinbar nicht. Ich hatte schon nie Probleme gesehen, mit Schnecken. Geweihschnecken hast du noch drin, bewusst? Ach ja, die sind auch noch drin. 20 oder das ist dein Besatz, ne? Und der Panzerwälzer noch, sind noch. Stimmt. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Das sind also einfach. Zwei oder drei hattest du von den Venezuela Orange und das sind normale Marmor-Paleatos. Die hatte ich mal einfach dann probiert, weil also Panzerwälzer ist nicht so ganz meins, warum auch immer. Kann zu sauber sein, ich will es nicht beurteilen. Ja, also sie haben auch wenig Freiflächen, aber es sind viele drin. Also hinten sind schon Freiflächen. Unter den Pflanzen ist natürlich Freifläche, ne? Also das täuscht. Und wenn ich jetzt sauber mache, oder man sieht ja auch immer relativ wenig Fische, die sind auch gerne hinten und schwimmen darum. Also da ist wirklich Platz. Und die haben auch immer hier diese Gänge, die sind jetzt leider überwachsen. Die machen die auch immer durch. Und es sind auch viele, also Panzerwälzer sind etliche. Ja, die haben sich halt vermehrt dann gleich. Ja, aber ansonsten hält sich das sehr, sehr gut. Also die Kombination passt und bin zufrieden. Es wird zum Teil eher mehr als wenig. Ja. Jetzt habt ihr gesehen, was an Pflanzen drin war, an Fischen. Die Technik haben wir erklärt. Jetzt eine abschließende Frage von mir. Du machst jetzt seit knapp anderthalb Jahren Dutch Style. Ist das deine Disziplin? Wirst du dabei bleiben oder willst du mal was anderes probieren? Ich habe es gegeben, wie gesagt. Malawis. Ich hatte am Anfang drei Wurzeln. Ja. Und da ist mir es übelst schwer gefallen, die drei Wurzeln da reinzustecken. Das ist gut. Also ich habe da auch nicht unbedingt die technische Hand. Mhm. Ich habe noch was gescaped. Das ist was anderes. Ja. Und das ist gut geworden. Ja. Und hat auch Spaß gemacht, komischerweise, mit dem ganzen Kleber. Es macht Freude, ja. Also ich könnte mir es vorstellen, aber ich liebe halt Pflanzen. Und in Scape passen nicht so viele Pflanzen rein. Das ist einfach das Problem. Das stimmt. Und das Schöne ist bei dem Style, du kannst ja auch immer deine Wohnung mal umbauen hier drin. Ne? Die Hardware ist ja die gleiche, aber du kannst halt mal eine Pflanzengruppe umgestalten. Ja. Also wir haben vorhin schon festgestellt, ein Holland-Aquarium ist, oder Dutch-Style, ist ein lebendes Bild, was sich fortlaufend verändert und auch immer Pflege braucht. Genau. Also es bleibt ja nicht so. Du hast ja Pflanzen, jede Woche ändert sich das Bild. Ich kann es nachvollziehen, also ich verstehe das. Auf jeden Fall ist dieses Pflanzending was man, glaube ich, sein Leben lang behält. Des Weiteren kann ich aber natürlich auch das Aquascaping nachvollziehen oder eben Nanoaquaristik oder Garnelen züchten oder es ist alles interessant, aber ich glaube, man hat so ein inneres Gefühl, so was der eigene Weg ist und ich glaube, das liegt dir auch ganz gut so. Das ist echt cool geworden. Ich finde das ein wunderschönes Becken und wir haben uns ja zum ersten Mal bei mir im Laden gesehen und du hast mir die Bilder gezeigt von dem Aquarium. Das kommt selten vor. Also das Niveau hier ist wirklich sehr, sehr hoch und das macht echt Freude, das zu sehen und heute sehe ich es auch zum ersten Mal live. Ein wunderschönes Aquarium und man weiß gar nicht, also das Auge wird nicht fertig mit gucken. Das ist so in jeder Ecke spannend und das ist echt, also wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen. Also wir sind begeistert. Ne? Aber trotzdem ist beim
Touch ist halt mehr Arbeit als gucken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss, ich arbeite länger dran als ich reingucke. Ja, also, und ich aber es ist halt, gehört dazu und es macht, also es ist eigentlich der Spaß. Das kann auch das nachvollziehen. Der Weg dahin ist ja irgendwo das Ziel. Du willst ja die Pflanzen wachsen sehen und immer irgendwie ein bisschen besser werden. Also absolut cool, definitiv. Und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich hoffe auch euch zu Hause gefällt das gut. Aber davon gehen wir aus. Ihr könnt uns da auch gerne und auch dich in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das findet. Habt ihr sowas schon mal gesehen, so ein Aquarium? Habt ihr vielleicht selber was Spektakuläres zu Hause, was aber außer euch keiner sieht und kennt, dann dürft ihr es uns auch mal wissen lassen. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Und ansonsten, ja, danken wir euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn euch das jetzt so brennend interessiert, dass ihr weitere Infos wollt, gestern hast du extra deswegen einen Instagram-Account eröffnet. Und ich kann noch nicht bedienen. Das kommt noch, wenn dieses Video online geht, dann sind ein paar Tage vergangen. Den haben wir euch auch mal unten verlinkt und da kannst du ja immer mal Updates posten oder auch zur Technik, wenn mal Fragen kommen. Denn ich glaube, dieses Becken, das kann man nicht mit einem Video würdigen, auch wenn es ein ausführliches ist, dann ist trotzdem nicht alles gesagt. Deswegen, ja, wenn ihr da weitere Infos zu sehen möchtet, gerne unten mal in der Videobeschreibung gucken, da verlinken wir deinen Account und dann könnt ihr da euren Wissensdurst stillen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, dass du hier sein gekommen seid. Gerne, gerne, gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr wollt, gern im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.